So, anständig angezogen, jawohl. Passt auch, Freunde. Heute geht es um den Fettstoffwechsel. So, in aller Munde der Fettstoffwechsel. Ich muss meinen Fettstoffwechsel aktivieren. Fettstoffwechseltraining. Das hören ganz viele. Und viele wissen gar nicht so richtig, was ist damit eigentlich gemeint. Und ich möchte heute für euch Licht ins Dunkle bringen. Aber auch so, dass ihr es versteht. Ich werde jetzt hier nicht mit allen möglichen Fremdwörtern um mich rumschmeißen, werde nicht ganz tief in die Biochemie abtauchen, sondern ich werde versuchen, es so einfach wie möglich zu erklären. Ich habe einen Stoffwechseltrainerschein, ich habe einen Ernährungsberater, ich habe alles. Und da wird ganz viel Fachbegriffe benutzt und die nützen euch wahrscheinlich relativ wenig. Wenn ihr es dann bis ins Detail wissen wollt, dann müsst ihr einfach Dr. Google gehen und Fettstoffwechsel eingeben und dann kriegt ihr diese bis ins tiefste biochemische Detail alles zu lesen. Bei mir geht es heute darum, dass ich euch so erkläre, dass es am allerbesten ein 12-Jähriger versteht und auch jemand, der schon über 70 ist. So versuche ich das zu erklären. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Freunde, der Fettstoffwechsel. Wir gehen heute zum Thema Fettstoffwechsel nur auf das Training ein. Auf das Training, wie sollte man trainieren? Oh, es klingelt. Es klingelt. Aber, Freunde, es tut mir leid, das kann ich heute nicht annehmen, weil ich jetzt nämlich keine Zeit habe. So leid es mir tut. So, Freunde, also Fettstoffwechsel. Vergessen den Schalter auszumachen. Normal habe ich Flugmodus drin. Vergessen. Also Fettstoffwechsel, Thema Training. Und da gibt es als allererstes mal eins, und zwar die drei Zeitfenstern für Krafttraining, okay? Das möchte ich euch aufzeichnen, damit ihr es versteht, nachher auch besser nachvollziehen könnt, von was reden wir eigentlich. Also wir haben zum Beispiel Zeitfenster 1, Zeitfenster 2 und Zeitfenster 3. So, jetzt mache ich hier einen Strich runter, hier auch einen Strich runter und hier nochmal einen Strich runter. Und dann machen wir einen Querstrich. Also, hier vorne ist das Zeitfenster 1. Wenn ihr trainieren geht und ihr bewegt Gewichte und ihr nutzt eine Wiederholungszahl von 1, 2, 3, 4, 5, 6, also gehen wir mal aus von 1 bis 6 Mal das Gewicht hoch und runter, dann trainiert ihr ungefähr, wenn alles gut läuft, circa 20 Sekunden. Das bedeutet, das Zeitfenster von 20 Sekunden ist dafür da, dass ich die Kraft steigere. Das heißt, wenn ihr euch vorwiegend in diesem Bereich aufhaltet, den Muskel circa 20 Sekunden unter Belastung haltet, dann wird hier die Kraft gesteigert. Wenn wir jetzt hier sind, das sind die 6 bis circa 15 Wiederholungen, das heißt Gewicht 6 mal, 8 mal, 10 mal, 12 mal, 15 mal bewegt, dann arbeitet ihr hier im Bereich von circa 20 bis circa 60 Sekunden. In dem Moment wird es hier die Hypertrophie. Hypertrophie ist der Muskelaufbau. Also hier wächst der Muskel, hier wird der Muskel vom Volumen her stärker. Hier wirst du kräftiger. Natürlich wird die Muskelmasse auch ein bisschen mehr, aber das unterscheidet sich. Hier wirst du schnell kräftiger, schnell stark, bekommst mehr Power und hier wird das Muskelvolumen hoch. Natürlich ist es schön, wenn beides passiert. Und jetzt gehen wir nach hinten. Da sind wir bei 15 Wiederholungen und mehr oder sogenannte Intensitätstechniken. Giant-Sätze, Supersätze, Reduktionssätze. Bedingt bei dies, dadurch, dass man diese Intensitätstechniken nutzt und dadurch minimale Pausen macht, landet man automatisch bei mehr wie 60 Sekunden Belastung. Und das hier hinten, mehr wie 60 Sekunden Belastung, ist dann die Kraftausdauer. Und die Kraftausdauer ist Fett verbrennt. Okay?
Damit seht ihr schon mal, dass es hier einen eindeutigen Unterschied gibt, dass wenn ich vorhabe, Fett zu verbrennen, dass ich natürlich auch darauf achten muss, dass hier hinten in diesem dritten Zeitfenster arbeite. Dass ich hier hinten im dritten Zeitfenster entweder 15 Wiederholungen mache, darauf achte, dass ich auch nicht zu schnell trainiere, dass ich natürlich mindestens bei 60 Sekunden an Belastung lande. Somit aktiviert man hier hinten den Fettstoffwechsel. Und dazu, habe schon die Farbe rot in der Hand, müssen die roten Muskelfasern, die müssen aktiviert werden. Die werden automatisch hinten hauptsächlich aktiviert. Somit seht ihr ja, dass diese einzelnen Trainingsarten sich voneinander unterscheiden. Und ein ganz häufiger Fehler ist, Menschen gehen ins Fitnessstudio, möchten Fett verbrennen, trainieren 10, 12 Wiederholungen, sogar manchmal 15 Wiederholungen, kommen aber nach 30, 35 bis 40 Sekunden sind sie fertig. Also wollen sie Fett verbrennen, landen aber hier im Hypertrophie-Zeitfenster. Und hier sind die weißen Muskelfasern, die arbeiten, nicht die roten. Somit ist es wichtig, natürlich auch ganz klar in diesem Zeitfenster zu bleiben, den Muskel so zu belasten, dass er länger trainiert wie 60 Sekunden. Zusätzlich gibt es auch hier, also auch hier sind die weißen Muskelfasern. Hier weiß, das sind die Muskelfasern, die schnell explosiv sich kontrahieren können. Und hier hinten die roten sind die, was ständig, lange, ausdauernd arbeiten können. Schnell zuckend, langsam zuckend. Rot, weiß. Okay, grundsätzlich grob schematisch unterteilt. So, jetzt ist natürlich wichtig, wenn man Fett verbrennen möchte, dass man eindeutig hier drin in diesem Zeitfenster landet, dass man so trainiert, dass die Belastungszeit vom Muskel pro Satz, also ihr macht einen Satz, macht 15 Wiederholungen mindestens und trainiert dann von der Bewegungsgeschwindigkeit so langsam, dass er bei 60 Sekunden landet. Und dann seid ihr eindeutig im Fettstoffwechseltraining einmal. So, und jetzt passt auf. Dazu ist es wichtig auch zu wissen, was ist eigentlich TUT, die Time Under Tension. Das ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Schaut mal, wenn ihr jetzt 15 Mal, also ihr sollt ja mindestens 15 Wiederholungen machen, um im Fettstoffwechsel zu landen. Wenn ihr jetzt 15 Mal die Bewegung so macht, 1, 2, 3, das seht ihr ja, das sind 2 Sekunden. 15 mal 2 ergibt 30 Sekunden. Somit funktioniert es nicht. Also 15 mal 4 ergibt, richtig, 60 Sekunden. Somit muss auch die Bewegungsgeschwindigkeit angepasst werden. Wenn ihr zu schnell trainiert, landet ihr automatisch in einem zu tiefen Zeitfenster und somit seid ihr wieder nicht im Fettstoffwechsel. Okay? Deswegen langsamer trainieren. Und auch hier seht ihr ja, 15 mal 4 ist gerade so 60. 65, 70, 75, ja, kann man machen. Aber dazu muss man langsamer trainieren. Sehr langsam trainieren, die Bewegungsgeschwindigkeit beibehalten. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass natürlich, wenn wir langsam trainieren, die ganze Zeit viel länger Muskelfaserspannung haben. Und Muskelfaserspannung länger zu halten, ist scheiße anstrengend. Deswegen macht es ja auch keiner, deswegen möchte es ja auch keiner machen. Warum? Weil es furchtbar anstrengend ist. Aber das ist das Maß der Dinge. Genau daran unterscheidet man zwischen dem, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Also, das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, dass diese Parameter beibehalten werden. Zeitfenster 3, mehr als 60 Sekunden Belastung, roten Muskelfasern, die aeroben, das sind die Muskelfasern, die Sauerstoff benötigen. Die können ohne Sauerstoff nicht arbeiten und, jetzt wird es ganz wichtig, richtig, ohne Sauerstoff kann der Körper kein Fett verbrennen. Denn es ist aerob, nicht anaerob. Anaerob sind die anderen zwei Muskelfasern, die weißen. Die können ohne Sauerstoff arbeiten. Warum? Weil sie Zucker verbrennen. Und Zuckerverbrennung geht auch ganz ohne Sauerstoff. Ganz grob. Das ist jetzt ganz einfach strukturiert, okay? So, und jetzt ist es auch wichtig, dass ihr wisst, dass natürlich klar, dass Training alleine natürlich nicht dafür verantwortlich ist, dass es zur Fettverbrennung alleine kommt, sondern es ist auch natürlich immer dafür ausschlaggebend, wie ernähre ich mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel kurz vorm Training 3 weiße Brötchen mit Honig gegessen habe, dann habe ich frischen Zucker da,
dann ist es schwierig, dass der Körper überhaupt in die Fettverbrennung kommt, weil er erstmal den Zucker verarbeiten muss. Das kommt aber beim anderen Video dran. Nur, dass ihr wisst, allein das Training ist nicht dafür verantwortlich, ob ihr wirklich tatsächlich die maximale Fettmenge verbrennt. Wichtig ist zu wissen, Ernährung kommt mit dabei, das kommt zum anderen Video dran. So, jetzt machen wir da mal einen Strich drunter. Jetzt kommen auch die Pausenzeiten. Die Pausenzeiten bei einem Kraftausdauertraining, also bei einem Fettstoffwechseltraining mit den roten Muskelphasen, sind natürlich auch anders. Warum? Weil die Pausen, wenn man jetzt zum Beispiel im Zeitfenster 1 sind, im Krafttraining, wo es kraftsteigernd ist, sind die Pausen zwischen 240 Sekunden, also 3 Minuten, bis zu 5 Minuten. 120, 5 mal 60 sind, wenn ich richtig, bis zu 300 Sekunden. Also bis zu 5 Minuten. Von 2 Minuten bis 5 Minuten. 2 ist schon echt ein bisschen knapp. Kraftdreikämpfer, Gewichtheber, die machen oftmals 5 Minuten Pause, um wieder die maximale Power zu generieren. Weil der Körper oder die Nervsignale brauchen so lange, bis sie wieder voll aktiviert werden. Aber das ist ein anderes Thema. Nur, dass ihr wisst, also hier sind die Pausen beim Krafttraining, beim Maximalkrafttraining, sind die Pausen lang. Dann haben wir das zweite Zeitfenster, das war Muskelaufbau, Hypertrophie. Muskelaufbau. Hier haben wir Pausen von mindestens 60 Sekunden, ja auch bis zu 120 Sekunden Pause. Und dann haben wir Zeitfenster 3, das ist das Kraftausdauer, Fettstoffwechseltraining. Und hier haben wir, das sind die roten Muskelfasern, hier haben wir natürlich Pausen von 15 oder bis zu 30. Aber maximal, da sind wir schon ganz weit oben bei 45 Sekunden, eher die 15, 30 Sekunden. Da sind die Pausen einfach wesentlich kürzer. Warum? Weil die roten Muskelfasern, die können lang arbeiten, die ermüden nicht so schnell. Die weißen Muskelfasern, die ermüden relativ schnell und die brauchen natürlich auch wesentlich längere Pausenzeiten. Habe ich noch Platz? Nein, kein Platz mehr. Das wäre grundsätzlich wichtig zu wissen. Ja, und dann gibt es immer die Aussage, man kann den Fettstoffwechsel nur beim Cardiotraining trainieren. Das ist nicht richtig. Dann heißt es auch von vielen, Cardiotraining wäre Bullshit, bringt gar nichts. Auch das ist nicht richtig. Sondern es kommt immer darauf an, wie ich es mache. Wenn man es natürlich genau machen möchte, kann man zusätzlich eine Belastungsatemgasanalyse machen. Eine sogenannte Spiroergometrie. Die kann man machen lassen. Es gibt aber auch gute Anhaltswerte. 220 minus Lebensalter, das ist dann die 100% und davon circa 65% plus minus. 2, 3, 4, 5%, dann befindet man sich hauptsächlich, was den Puls anbetrifft, in der sogenannten Fettverbrennung. Das sind so die ganz einfachen Regeln, die man einhalten kann, um natürlich auch eine Gewährleistung zu haben, dass das, was man da tut, in Form von Training überhaupt ein Fettstoffwechseltraining ist. Und was bedeutet eigentlich letztendlich Fettstoffwechsel? Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich habe jetzt dann auch gleich noch einen Coachy, aber ich habe noch 10 Minuten. So, und zwar, viele stellen sich vor, dass sie jetzt ins Training gehen und sie trainieren im Fettstoffwechsel, dass der Körper zu 100%, also zu 100% Fett verbrennt. Das ist Unsinn, das geht nicht. In der Regel hat der Körper immer eine Verbrennung von Kohlenhydraten, Energielieferanten in Form von gespeichertem Zucker, was aus Brot sein kann, Nudeln, Kartoffeln, Reis, alles was sich da so zugeführt wird in Form von Kohlenhydrate, sind speicherfähig und das heißt der Körper holt sich aus den Tanks, wo der Zucker drin ist, den Zucker raus. Parallel dazu versucht er natürlich auch das Fett, das ist im Körper eingesperrt, in den Fettzellen. Der Zucker ist ein Glykogenspeicher in der Leber, in der Muskulatur und das Fett ist im Fettspeicher. Und da versucht er natürlich eben auch die Fettzellen anzuzapfen. Solange aber frischer Zucker im Blut ist und die Zellen, Leber und muskuläre Zuckerzellen noch voll sind, die Glykogenlager noch voll sind,
dann wird der Körper schlecht an die Fettsäuren gehen, sondern erst wenn die zu Neige gehen, wenn die Zuckerspeicher geleert sind, fast geleert sind, dann geht der Körper her und holt sich etwas mehr Fett. Wie schnell der Körper Fett verbrennt und welche Menge, da gibt es natürlich schon Uhren und alle möglichen Parameter, um so irgendwie eine Orientierung zu haben. Das ist aber von Mensch zu Mensch auch ein Stückchen individuell. Deswegen, wenn es jemand ganz genau wissen möchte, dann kann er eine Spiroergometrie machen und sollte dann alle 6-8 Wochen nochmal eine machen. Ist eine teure Angelegenheit. Ich habe noch nie eine, doch, ich habe schon eine gemacht, aber ich lag mir meinem theoretischen Wert, was berechnet war, relativ nahe. Und ihr seht ja, dass ich, wenn ich Wettkämpfe gemacht habe und vor Fotoshootings, ich habe immer mein Körperfett reduziert bekommen, ohne dass ich jetzt tatsächlich regelmäßig eine Spiroergometrie gemacht habe, weil ich diese Regeln eingehalten habe. Deswegen also nicht vergessen, 100% Fettverbrennung wird nie funktionieren. Der Körper hat immer eine Mischung aus Kohlenhydrate, also Zucker. Kohlenhydrate sind im Körper verarbeiteter Zucker. Dann nimmt er auch Fette logischerweise, Speicherfette, was der Körper gespeichert in seinen Fettzellen. Und er hat auch immer ein bisschen Aminosäure, also Proteine mit dabei. Wir haben auch Proteine im Körper gelagert und je nachdem, wie gerade der Stoffwechsel funktioniert, ob wir wenig Zucker haben und die Energie reicht nicht ganz, um es über den Fettstoffwechsel zu decken, dann nutzt der Körper auch Aminosäuren, macht daraus Notenergie. Also eine 100% Fettverbrennung werden wir nie hinbekommen. Die Frage ist immer, wie viel prozentual kann ich Körperfett verbrennen in der Stunde oder eineinhalb Stunden, in der ich trainiere? Dafür zuständig ist natürlich immer auch das Training und letztendlich auch die Ernährungsweise. Und jetzt noch was. Natürlich auch, ob ich einen trainierten Fettstoffwechsel habe. Denn wenn du jetzt gerade einsteigst und sagst, ja, jetzt habe ich gehört, Fettstoffwechsel, jetzt fange ich mal an, dann hast du bitte nicht die Erwartung im Kopf, dass dein Fettstoffwechsel sofort funktioniert. Denn was ist passiert? Wenn du so einen Umfang hast, und du hast dir Körperfett angehäuft, dann hast du über Jahre hinweg, teilweise über Jahrzehnte hinweg, deinen Fettstoffwechsel überhaupt nicht benutzt. Der lag brach, der ist eingeschlafen und der muss erstmal wieder aufgeweckt werden. Den wecken wir auf durch das richtige Art von Training und natürlich auch wieder durch die richtige Art von Essen. Aber zum Essen, zur Ernährung komme ich in einem anderen Video. Da werde ich nochmal speziell erklären, wie man auch den Fettstoffwechsel aktivieren kann, ohne dass man trainiert. Wenn jetzt da schon wieder ein Schlauberger sagt, dann lasse ich das Training sein, dann warte ich, bis er kommt da mit seinem Ernährungsweisenfettstoff. Das kannst du sein lassen, denn Bewegung ist wichtig. Bewegung ist wahnsinnig wichtig, denn wenn wir eine aktive Muskulatur haben, die dafür sorgt, dass der Körper viel Energie verbraucht, ist der Fettstoffwechsel einfacher, ne? Nicht vergessen. Und wenn wir regelmäßig trainieren, ist auch wichtig, dass die Hormone dafür gebildet werden. Entsprechend dessen nicht, Freunde, glauben, dass ihr nur über die Bewegung, nur über die Ernährung, sondern immer die Kombination aus beidem. Richtig ist allerdings, dass das Essen eine höhere Wertigkeit hat, wie tatsächlich das Training. Aber da komme ich auch im anderen Video drauf zu sprechen. Wichtig für euch heute ist, ganz klar zu wissen, was muss ich im Training überhaupt machen, um in den Fettstoffwechseltraining, in den Fettstoffwechsel zu kommen. Ja, ich werde nie 100%, wenn ich also 500 Kalorien auf der Uhr habe, sind das keine 500 Kalorien in Form von Fett, sondern 20%, 25%, 30%, 35%, 40%. Je nachdem, wie gut mein Fettstoffwechsel trainiert ist, komme ich prozentual näher nach oben, Richtung 100, aber es werden nie 100 sein. Okay? Deswegen, Freunde, wichtig, dieses Muster zu wissen, die Bewegungsgeschwindigkeit, welche Art von Training. Welche Häufigkeit? Natürlich hätten wir das Potenzial, in der Woche 7-mal trainieren zu können. Hätten wir. Nur die Frage ist, ist es zielführend? Wir haben Arbeit, wir haben Familie, wir haben Kinder. Wir haben ein soziales Umfeld. Wenn wir also 7-mal die Woche trainieren gehen mit An- und Abfahrt, sind wir da bei 7x2 bei 14 Stunden. Diese Zeit werden die wenigsten haben. Was ein guter Einsatz ist, sind mindestens 3x 45 bis 60 Minuten. Das ist ein guter Basiseinsatz. Wenn der eine oder andere jetzt gerade vom Stuhl runterfällt, sagt, um Himmels Willen, 45, 60 Minuten, um Himmels Willen. Freunde, rechnen mal aus, wie viele Stunden die Woche hat. Und rechnen mal aus, was passiert, wenn es in der Wüste regnet. Gar nichts, da wächst nichts. Deswegen eine gewisse Intensität muss schon sein, eine gewisse Regelmäßigkeit muss schon sein. Denn keiner meckert,
Wenn wir auf dem Sofa sitzen, 2 Stunden lang, das 6-mal in der Woche, sind auch 12 Stunden. Keiner meckert. Wenn wir 50 Stunden auf dem Bürostuhl sitzen, dann meckert auch niemand. Das ist auch selbstverständlich. Und somit sollte 3x60 Minuten auch selbstverständlich sein als Investment in einen guten Fettstoffwechsel. Denn wenn wir mal rausgucken, was ist dann? Es ist tatsächlich so, dass der größte Anteil der Bevölkerung nicht unbedingt den Bedarf hat, Muskeln aufzubauen, sondern eher den Fettstoffwechsel zu trainieren. Warum? Weil wir den Fettstoffwechsel nicht mehr benutzen. Warum benutzen wir den Fettstoffwechsel eigentlich nicht mehr? Erstmal, wenn wir immer im Überfluss was zu essen haben. Wir können jederzeit zum Essen zugreifen. Wenn der Körper nur minimal hungert, haben wir gleich was essen und unterbinden gleich mal das Anzapfen der Fettzellen. Schon mal eine Querbrücke zum nächsten Video. Und dann ist ja auch so, wir stehen morgens auf, wir gehen in die Küche, setzen uns hin, essen was, gehen runter ins Auto, fahren ins Geschäft, im Aufzug nach oben oder wir haben sogar schon ein Drive-In, dass man im Auto direkt ins Geschäft fahren kann. Sitzen auf dem Stuhl 8, 9, 10 Stunden, in der Mittagspause gehen wir in die Kantine, setzen uns wieder auf den Arsch und wenn wir zu Hause sind, gehen wir nach oben, setzen uns aufs Sofa, setzen uns auf den Balkon, setzen im Biergarten und wenn wir dann mal Fahrrad fahren, holen wir unser E-Bike raus. Genau. Und deswegen ist unser Leben schon extrem energetisch arm. Somit kann es nicht zu viel verlangt sein, 3x der Woche 60 Minuten seine süßen kleinen Hintern zu bewegen. Okay? Das war heute mal das Thema Fettstoffwechsel. Relativ einfach gehalten, sehr einfach gehalten, sodass ihr sagen könnt, ja, das habe ich verstanden. Wenn ihr es nicht verstanden habt, wenn ihr sagt, na, das war doch komplett, dann könnt ihr es bitte unten in die Bemerkung reinschreiben. Dann kann ich gucken, wie ich es noch einfacher erzähle. Aber ich glaube, das war doch schon für einen 12-Jährigen, müsste er verstanden haben, sage ich jetzt. Was ihr dazu sagt, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt, dass ich... Okay, jetzt muss ich runter, mein nächster Coachy kommt. Nee, halt, er kommt nicht, sondern ich habe online. Ich habe gleich einen Zoom-Call. So, ihr Lieben, das war das Thema Fettstoffwechsel. Demnächst gibt es mehr zum Thema Fettstoffwechsel. Und zwar zum Thema Fettstoffwechsel. Wie man sich dazu ernähren sollte. Was man dazu berücksichtigen soll in Form von Ernährung. Okay? So, ihr Lieben, das war's schon. Macht's gut. Bis bald hier bei Andreas Trinbacher, Mr. T aus Karlsruhe.